Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir üben weiter das Perfekt und zwar heute mit den Verben der Zustandsveränderung. Also ein Zustand ändert sich, zum Beispiel Leben und Tod. Ich werde Olga fragen und Olga wird meine Fragen beantworten. Bitte schön, Olga. Hallo. Hallo Olga. So, Frage 1. Hat der Mann gut gelebt und ist er plötzlich gestorben? Ja, der Mann hat gut gelebt und er ist plötzlich gestorben. Ja, der Mann hat gut gelebt und ist plötzlich gestorben. Nummer 2. Hast du gut geschlafen und bist du plötzlich aufgewacht? Ja, ich habe gut geschlafen und ich bin plötzlich aufgewacht. Ich habe gut geschlafen und bin plötzlich aufgewacht. Nummer 3. Bist du wieder eingeschlafen? Ja, ich bin wieder eingeschlafen. Ja, ich bin wieder eingeschlafen, ja, und habe noch eine halbe Stunde geschlafen. Nummer 4. Hat die Rose schön geblüht? Und ist sie dann verblüht? Ja, die Rose hat schon geblüht und sie ist dann verblüht. Nicht ablesen, Olga, nochmal. Hat die Rose schön geblüht und ist sie dann verblüht? Ja, die Rose hat schon geblüht und dann sie ist verblüht. Und dann ist sie. Und dann ist sie verblüht. Verblüht, ja. Und dann ist sie verblüht. Nummer 5. Hat das Kind den Luftballon aufgeblasen und ist er dann geplatzt? Ja, das Kind hat den Luftballon aufgeblasen und ist er dann geplatzt. Und er ist dann geplatzt. Der Luftballon, ja, nicht das Kind. Das Kind hat den Luftballon aufgeblasen, zu stark, und dann ist der Luftballon geplatzt. Nummer 6. Hat er den PC hochgefahren und ist der PC dann plötzlich abgestürzt? Ja, er hat den PC hochgefahren und der PC ist plötzlich abgestürzt. Ja, das war abgelesen nochmal, Olga. Hat er den PC hochgefahren? Ja. Er hat den PC hochgefahren. Ist der PC dann abgestürzt? Ja, der PC dann abgestürzt. Der PC ist dann abgestürzt. Der PC dann ist dann abgestürzt. Der PC ist dann abgestürzt. Gut, danke, Olga. Bitte.